Am 26. Februar 1815 verlässt Napoleon Bonaparte die Mittelmeerinsel Elba, auf die man ihn zuvor verbannt hatte. Er kehrt nach Frankreich zurück und ergreift dort nochmals die Macht. Wenige Monate später unterliegt er in der Schlacht bei Waterloo und muss abermals ins Exil. Dieses Mal schickt man ihn sicherheitshalber auf die weiter entfernte Insel St. Helena, mitten im Atlantik. 1993 explodiert eine Sprengladung in der Tiefgarage des Nordturms des World Trade Centers in New York. Bei dem Anschlag islamischer Terroristen kommen 6 Menschen ums Leben, Hunderte werden verletzt. Und das geschah in Österreich. Am 27. Februar 1992 gelingt es dem FBI, Jack Unterweger in Miami zu verhaften. Zum damaligen Zeitpunkt ist der gebürtige Steirer einer der meistgesuchten Männer Österreichs, denn er steht im Verdacht, mehrere Morde begangen zu haben. Der Kriminalfall Unterweger ist wohl einer der spektakulärsten in der Geschichte Österreichs. Johann Jack Unterweger wird 1950 geboren und wächst in einem kleinen Dorf in Kärnten ohne seine Mutter bei seinem Großvater auf. Bereits in jungen Jahren gerät er wegen Diebstahls und Einbrüchen mit dem Gesetz in Konflikt. Im Alter von 24 Jahren begeht er in Deutschland seinen ersten Mord. Er stranguliert eine Frau mit dem Draht ihres BHs. Für das Verbrechen wird Unterweger 1976 am Landesgericht Salzburg zu lebenslanger Haft verurteilt und in die Justizanstalt Stein bei Krems überführt. Im Gefängnis entdeckt der verurteilte Mörder sein literarisches Talent. Er beginnt Romane und Gedichtbände zu schreiben und gibt sogar eine Literaturzeitschrift mit Beiträgen bekannter österreichischer Schriftsteller heraus. Als Autor macht sich Unterweger in der hiesigen Kulturszene einen Namen. Vielen gilt er als resozialisiert. Mehrere Prominente setzen sich sogar für seine vorzeitige Entlassung ein. Nach 16 Jahren Gefängnis wird Unterweger 1990, nach Zustimmung des damaligen Justizministers Foreker, tatsächlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Zeit lang ist Unterweger ein gern gesehener Gast auf diversen Society-Veranstaltungen. Doch nur 6 Monate nach seiner Freilassung beginnt eine beispiellose Mordserie an Prostituierten in mehreren Städten Österreichs sowie in Prag und Los Angeles. Zwischen den einzelnen Verbrechen scheint ein Zusammenhang zu bestehen. Denn alle Opfer werden auf die gleiche Art und Weise stranguliert. Die Indizien gegen Unterweger wiegen schwer. Denn zum Zeitpunkt der einzelnen Morde hatte er sich stets in der Nähe der Tatorte aufgehalten. Zudem kann er kein einziges Alibi vorweisen. Er flieht in die Vereinigten Staaten, wo er 1992 in Miami gefasst werden kann. Obwohl er alle Taten bestreitet, wird Unterweger im Juni 1994 erneut wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Nacht nach dem Urteilsspruch erhängt er sich in der Justizanstalt Graz-Jacomini mit der Kordel seiner Jogginghose. Dabei knüpft Unterweger einen komplizierten Knoten, den gleichen, der bereits bei der Ermordung der Prostituierten zur Anwendung gekommen war.